Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegen Werte. Fanden schon die Sumerer. 3000 vor Christus war das. Seit jeher gehört es zur Folklore, dass jede Generation die nächste, sagen wir mal, nicht versteht. Heute klingt das so. Der Vorwurf? Sie denken, dass ihnen alles zusteht. Sind narzisstisch, egoistisch, unkonzentriert, faul. Der amerikanische Autor Simon Sinek spricht den Menschen, die noch das analoge Zeitalter kannten, aus der Seele. Sein Video über die Generation Millennials, viral, millionenfach geteilt. Um sie geht's, die heute 20- bis 30-Jährigen. Sie stellen bald den größten Teil der Arbeitsbevölkerung, setzen Arbeit aber nicht an erste Stelle und sind für Unternehmen ein Rätsel. Der erste Gedanke, die spinnen. Der zweite, man könnte ja mal einen von ihnen fragen. Philipp Riederle aus Günzburg, 22 Jahre, Bestsellerautor, selbsternannter Erklärer seiner Generation. Er vermittelt verunsicherten Unternehmen, warum er und alle anderen so sind, wie sie sind. Finanzkrise, Griechenlandkrise, Immobilienkrise, Ölkrise, Flüchtlingskrise, so Brexit, Amerika und so weiter und so fort. Also wir hören, eine Krise jagt die nächste. Wir sehen, dass unsere Renten alles andere als sicher sind. Wir laufen da schon in eine gewisse Welt der Unsicherheit. Die Ordnung der Welt in Likes und Dislikes? Was macht sie aus, die Millennials? Vorwurf Nummer 1. Was für ein Anspruchsdenken. Die Millennials fordern ein neues Denken. Nicht sie wollen sich anpassen. Die Arbeitswelt muss sich ändern. Sie wollen flache Hierarchien, ein gutes Arbeitsklima, Sinn. Noch was? We want free food and beanbags. Ach ja, kostenloses Essen und Sitzkissen. Und ganz wichtig, die Work-Life-Balance. Furchtbares Wort. Dieses Phänomen rührt ganz einfach daher, dass wir als Kinder der Generation Burnout eben mitbekommen, wie es ist, andauernd erreichbar zu sein, Überstunden zu schieben, früh aufzustehen, spät heimzukommen, seine Kinder nicht kennenzulernen, keine Freizeit zu haben. So, da sagen wir, da machen wir nicht mit. Verstanden. Das Anspruchsdenken ist da, aber als Selbstschutz. Was wird der Generation noch vorgeworfen? Wir können alles tun und wir schmeißen jetzt sofort den ganzen Laden um. Was können Sie uns bieten, dass wir überhaupt noch kommen? Ah ja, genau. Vorwurf Nummer 2. Die Selbstüberschätzung. Millennials werden angeblich häufiger mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert. Und weil sie sich so gut finden, wollen sie angeblich auch immer befördert werden. Sie klingen so, als ob sie überall den Durchblick hätten. Dabei stimmt das gar nicht. Wir sind natürlich eine Generation der Wunschkinder. So, und das hat auch dazu geführt, dass wir irgendwie schon immer in Mittelpunkt gestellt worden sind von unseren Eltern, dass wir viel gelobt worden sind, dass wir Teilnehmerurkunden bekommen haben und so weiter. Das heißt, wir haben vielleicht kein furchtbar kleines Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl. Hochstapeln als Chance. Denn auch das stimmt. Es gibt mehr Millionäre unter 21 Jahren als je zuvor. Ohne einen gewissen Wahnsinn, ohne eine gewisse Naivität, ohne eine gewisse Selbstüberschätzung kann irgendwie nichts Tolles entstehen. Vorwurf Nummer 3, die digitale Sucht. Über die Hälfte der Millennials sagen, sie würden lieber auf Sex als auf ihr Smartphone verzichten. Alles ist online. Intellektueller Input, Kommunikation, Zerstreuung. Ein digitaler Bewusstseinsstrom, aber auch chemische Notwendigkeit. Unser Körper schüttet dabei Dopamin aus, also genau die Substanz, die uns beim Rauchen, Trinken und Zocken aufputscht. Es macht also verdammt süchtig. Viele meiner Gleichaltrigen nutzen jetzt irgendwie Smartphones halt schon seit 5 Jahren und beginnen so langsam zu hinterfragen, macht es Sinn, immer erreichbar zu sein? Was macht es mit mir, wenn ich abends irgendwie noch 2 Stunden im Bett liege und dann nicht schlafe, sondern irgendwie hier belanglose Facebook-News lese? Und was macht es mit mir, wenn ich auf einem Gipfel nicht mehr das Panorama anschaue, sondern einfach nur ein kurzes Selfie mache? Also diese Selbstreflexion und das Hinterfragen ist dringend notwendig. Überfordert ist übrigens vor allem die Generation der 35- bis 50-Jährigen. Sie sind täglich sogar eine halbe Stunde länger in sozialen Medien unterwegs. Und die Millennials tun das, was sie tun müssen. Ihre Zukunft ist nebulös, ohne Illusionen und brüllt ihnen zu, passt auf euch auf. Sie haben verstanden.